Hallöchen ihr Lieben, seid herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, heute mal wieder Golden Sun Dark Dawn und wir sind hier stehen geblieben, wo wir gerade versucht haben, diese Kiste zu bekommen und ich bin kläglich daran gescheitert, weil ich nicht besonders gut nachgedacht habe, könnte man sagen. Und was wir jetzt als erstes machen müssen, ist einfach nur den Block hin und her schieben, damit ich rauskomme. Und ja, wenn man darüber nachdenkt, was dieses Spiel uns die ganze Zeit hier mit diesen Rädern versucht beizubringen, dann weiß man eigentlich direkt, dass man hier hochlaufen muss, aber okay, bin ich letzte Folge nicht drauf gekommen. Wie dem auch sei, haben wir hier einen Bullblock und das ist auf jeden Fall sehr krass, wenn man bedenkt, dass wir die ganze Zeit diesen Bullblock hin und her schieben. Ich könnte auch einfach mit, keine Ahnung, einer Axt ein Stück davon abschlagen, haben wir im Team genug dabei. Aber egal, darüber wollen wir jetzt mal nicht debattieren, sondern was wir hier aktiviert haben. Oh, da war ich gerade richtig. Und zwar haben wir diesen Planeten aktiviert, der jetzt hier im Kreis durch die Gegend schippert. Oh, und hier sind noch einige Planeten, so wie es aussieht. Ja, dieser Dungeon hat ja einen sehr interessanten und eigentlich ziemlich schicken Aufbau. Und hier versuchen wir jetzt, oh, es ruckelt ein bisschen gerade, ist ein bisschen komisch. Und wir versuchen jetzt hier, ja, kurzerhand mal die ganzen Planeten zu aktivieren, denke ich. Denn das war nur einer und ich glaube, einer ist ein bisschen dünner. Und jetzt gucken wir erstmal, was wir hier haben. Und zwar Gold. 600 Münzen ist solide, kann ich mit leben. Und jetzt können wir getrost weitergehen, da wir alle Chests in diesem Raum haben. Und zwar, erstmal gucken wir mal hier unten, weil da geht's hoch. Und zwar haben wir eine Steintafel, die da sagt: Mars entfacht ein loderndes Feuer. Ah ja, und wo denn, wenn ich mal fragen darf? Okay, hier scheint es nicht hochzugehen, aber die Map gibt einem da ja ein bisschen Auskunft, wo man hin muss. Und deswegen folgen wir mal ein bisschen diesem Weg. Also hier geht's einmal lang, aber ich vermute mal, dass es hier rausgeht. Ja, genau, hier geht es zu diesem Planeten, der noch nicht aktiviert ist. Und das wollen wir natürlich baldmöglich tun. Keine Ahnung, ob das überhaupt Deutsch ist. Aber ja, hier fängt es erstmal mit einem Rätsel an. Also hier gibt es eine Chest und einmal geht es halt weiter. Und ich denke mal, dass man hier lang muss. Oder hier oben, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht auch beides. Also hier stehen ja schon mal zwei von diesen Pinöpeln. Ich denke mal, dass ich die beiden hier runterhämmer. So rein logiktechnisch. Und ja, das, diese Animation mit dem Händeschwingen dauert immer relativ lange. Aber ist ja schon in Ordnung. Geht jetzt schon von der Länge her. Und dann müssten wir noch den, da kommen wir jetzt hier lang. Dann müssten wir noch den hier auf jeden Fall runterhauen. Damit wir dann, boah, draußen zwitschert gerade voll laut ein Vogel. Wenn man das in der Aufnahme hört, dann nice. Aber ja, okay. Bisschen für die Atmosphäre, ja. Also, da haben wir auf jeden Fall schon mal den Weg zur Chest uns frei geboxt, geklopft, gehämmert, keine Ahnung, wie man es nennen will. Und wir kriegen einen Kürbis auf den Stock. Ich meine natürlich einen Hexenknochen, den wir natürlich auch gleich anlegen. Ich denke mal, es ist eine Keule oder sowas. Und diese Keule macht einfach mehr Schaden als mein Schwert. Ich dachte, das wäre krass, mein Dämmerschwert, aber wohl nicht. Ja, okay, das geht ganz eindeutig an Reef. Also geben wir es einfach, ohne weitere Fragen zu stellen. So, zack, zack, zack. Und dann müssten wir jetzt eigentlich nur noch diesen Weg finden, wie wir quasi zurück, also wie wir gerade quasi gerade auskommen. Und das müsste ich jetzt kurz noch analysieren, weil das ist jetzt nicht so klar ersichtlich. Ah, okay. Man müsste eigentlich nur nachdenken. Ah ja, okay. Also das interessant. Dafür muss ich tatsächlich den hier auf jeden Fall runterkloppen. Und auch den direkt neben mir jetzt hier noch. Das ist interessant, wie sie hier direkt den ganzen Weg komplett verändert bekommen haben, quasi. Mit so einer leichten Änderung hier und dann wahrscheinlich noch den da. Hm, finde ich interessant sowas. Haben sie auf jeden Fall schick gemacht. Hadouken! So. Und dann brauchen wir den da hinten gar nicht und können schon weiter voranschreiten. Ich habe das Gefühl, dass ich das Wort voranschreiten irgendwie öfters benutze. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Aber ich versuche mal darauf zu verzichten. Okay, hier geht's wieder treppabwärts. Und dann wieder treppaufwärts, okay, warum auch immer. Ja, so kann man auch einen langen Gang überbrücken. Und jetzt sind wir hier. Das sieht nach Feuer aus, denn da hinten ist eine Flamme an der Wand, ganz groß. Deswegen machen wir hier mal einen Feuerball und schauen, was das denn so macht. Der Mars. Ja, einmal episch drumherum gekreist. Genauso wie der Mars das jetzt auch tut. Und das ist schon der zweite Planet, der sich dreht. Ist doch nett. Ich glaube, jetzt können wir hier runterrutschen. Wir müssen nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Und dann können wir den Raum, was hier? Hier verlassen? Ne, hier komme ich her, oder?
Ja, hier komme ich her. Wir müssen einmal nach oben und dann können wir dort den Raum verlassen. Das klingt schon mal sehr viel ansprechender. Und jetzt gucken wir mal, wo uns der Mars hinführt. Mars, komm rüber. Mars? Ja, jetzt können wir hier stehen. Ah, nee. Nee, das ist der andere Planet. Aber der Mars dreht sich ein bisschen schneller. Das ist ja schon mal ganz nett. Wenn die immer schneller werden, muss man nicht so lange warten, wenn man die mal verpasst hat. So wie ich jetzt gerade zum Beispiel. Und jetzt können wir hier einmal. Oh, hab ich gerade die Ausfahrt verpasst? Ich glaube, ich hätte da runter gemusst. Aber so kriegen wir wenigstens nochmal einen schönen Einblick über oder Ansicht vom ganzen Raum. Haben sie wirklich. Also sowas machen sie wirklich immer schick. So große Ansichten von großen, schön gestalteten Räumen. Okay, rein in die nächste Tür. Und hier geht es zu. Venus? Ich würde mal sagen, Venus wegen dem Baum. Yep. Venus lässt die Pflanzen gedeihen. Ja. Okay, hier kommen wir gerade noch nicht lang, weil sich das Zahnrad falsch rumdreht, aber vielleicht lässt sich das ja ändern. Was muss man denn da für eine Synergie benutzen? Verschieber oder wie? Also, natürlich komme ich jetzt noch nicht ran, das wäre ja auch ein bisschen zu einfach, aber. Ja, ich bin mal gespannt. Hier geht es einmal lang und hier geht es dann weiter, okay. Wissen wir Bescheid, ist wie drüben beim Mars. Okay. Jetzt kommen wir zum kleinen Rätselraum quasi. Okay, und zwar haben wir hier wieder so Zahnräder, über die man rüberspringen muss. Komm schon. Ich muss doch hier hin, oder? Das. Ja. Erscheint mir logisch. Und dann. Krass, ja, wie man hier über die ganzen Dinger rüberspringen muss. Jetzt, wie ich aber runterkomme, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Achso. War ich kurz blind. Jetzt bin ich unten. Und ich könnte jetzt hier runter droppen, aber ich weiß nicht, ob das ist. Ob das das ist, was ich möchte. Stattdessen gehen wir mal hier lang. Ah, hier können wir die Zahnräder wechseln. Das ist ziemlich clever gemacht. Und wenn ich das runterhau, dreht sich alles in die andere Richtung. Das gefällt mir richtig gut. Wechseln jetzt alle, haben jetzt alle ihre Seiten gewechselt, oder? Ja, sieht ganz danach aus. Dann heißt es jetzt für mich wieder zurück, quasi. Was passiert, wenn ich da runtergehe? Achso, jetzt kann ich gar nicht mehr runter. Oder kann ich doch? Schwierig. Ich muss ja. Ja, ne? Und so. Vielleicht kann ich hier runter. Weil das ist jetzt ja ein geöffneter Weg, der war vorher verschlossen. Bin ich jetzt hier eingesperrt? Ah nein, ich bin einfach nur dumm. Okay. Ach, und jetzt bin ich da. Okay, dass das die Lösung war, wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay, Erde ist es schon mal nicht. Was haben wir denn noch für. Ach so, Wachstum. Okay, ich bin Holzkopf. Excuse-moi. Da habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Wachstum. Ja, diese Kugeln werden durch die verschiedenen Energieeinwirkungen wohl aktiviert. Oh, und die wächst ein bisschen hoch mit so einer Pflanze. Das ist schick gemacht. Das ist wirklich schick gemacht mit einer goldenen Pflanze. Und jetzt ist hoffentlich der nächste Planet aktiviert. Und der ist, boah, ist nochmal ein gutes Stückchen schneller. Wir bauen uns langsam hoch, Leute. Wir packen das. Okay, wo geht's hier hin? Okay, das war. Okay. Ja, einfach so eine Art Weg. Also hier wäre es auch noch lang gegangen. Die wären ja beide gegangen, die Wege, oder? Wäre ich da oben nicht hingekommen. Ich denke gar nicht drüber nach, sonst platzt nur mein Kopf. Aber wir haben hier keine Kiste gehabt und können jetzt weitergehen. Man sollte sich halt nicht zu lange an den einzelnen Räumen aufhalten, denn. Warte mal, komme ich hierher? Hier komme ich her. Hubala, sorry, mein Fehler. Man sollte sich nicht zu lange an den einzelnen Räumen aufhalten, denn es ist immer nur einer von vielen. Deswegen, ja, sollte man nicht den Fokus verlieren. Und der Fokus ist jetzt auf diesem kleinen Planet hier schon mal eine schnellere Runde zu drehen. Und was fehlt denn jetzt noch? Merkur, ne? Müsste jetzt eigentlich Merkur kommen. Hier sieht es auch ziemlich wässrig aus, voll mit Wasser. Das könnte gut sein. Ja, okay, ist ein bisschen unter dem Meeresspiegel versunken. Wahrscheinlich müssen wir da einmal den Meeresspiegel verändern. Okay, unten geht es wieder zurück in den Hauptraum und wir können hier einmal das runterschieben. Ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn das jetzt schon möglich ist, das auch schon zu tun. Da haben wir immer einen Rückweg. Und dann gehen wir mal hier rein. Okay. Das scheint mir tatsächlich recht simpel zu sein. Jetzt ohne viel Schwierigkeiten. Okay. Tyrell, mach doch mal bitte das Wasser hier weg. Dürre. Und da geht das Wasser flitzen, könnte man sagen. Okay. Ach so, ja, ich muss jetzt verschieben, damit ich da den Stein hinschieben kann. Okay. Also von wo nach wo muss ich denn hier? Ich muss von dort eigentlich einmal nur quer rüber, ne? Das bedeutet einfach nur, die hier alle mal ein bisschen vorschieben. Ich schieb die mal ganz zur. Ah, ganz zur Mauer kann ich es aber auch nicht schieben, sonst komme ich die Leiter nicht mehr hoch. müsste aber auch eins weiter vorne noch gehen.
Yep, eins weiter vorne ist auch noch möglich. Dann kann ich. Ich muss aber auch noch wieder zurück, oder? Kompliziert. Also ich denke mal, den hier unten muss ich eigentlich hauptsächlich. Ja gut, wieso ich das jetzt mit Verschieber gemacht habe, weiß ich auch nicht. Aber der muss hauptsächlich vor. Und zwar zwei Stufen quasi. Einen nur, mein Fehler. Und dann der hier, den kann ich nämlich nicht von Hand schieben, weil ich ihn intelligent, wie ich bin, schon vorher verschoben habe. Und dann können wir den hier nochmal zurückschieben. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie krass mein Plan an dieser Stelle war. Aber wir probieren es einfach mal aus. Amiti, lass es regnen. Ein Regenschauer. Okay. Und da steigt das Wasser wieder an. Und ja, jetzt kommen wir rüber, oder? Ja, man hätte eigentlich wahrscheinlich nur einen einzigen Stein verschieben müssen, aber egal. Und jetzt kann ich das hier auch ausdürren, ohne dass ich eingeschlossen bin. So, nochmal ausdürren bitte. Und dann haben wir das Wasserrätsel quasi auch gelöst. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein mega krasses Rätsel war. War einfach nur ein bisschen Stein von A nach B schieben. Aber okay. Und dann sind wir jetzt wieder im Hauptraum und können hier eigentlich mal die Platte dort lesen und dann wahrscheinlich einen Regenschauer drauf machen. Wieder ein kurzer Text. Merkur spendet heilendes Wasser. Das ist aber nett von Merkur. Ich komme hier wahrscheinlich schon ran. So, das kann jetzt mal Reef machen, damit der auch mal zum Einsatz kommt. Zack. Einmal alles voll regnen lassen. Und dann wird das Teil aktiviert. Das ist ein ziemlich schönes, kräftiges Blau. Wow. Okay, und das sollte jetzt der letzte Planet eigentlich sein, oder? Jetzt müssen wir noch den Planeten ganz oben aktivieren. Oh, der ist schon ganz schön. Der ist zügig unterwegs, der Kollege. Also, wo geht jetzt zurück? Wo müssen wir lang? Ich denke mal, dass wir jetzt, ja, okay. Dass wir jetzt hier lang müssen. Und dann unten den Weg rausnehmen. Genauestens. Das sieht gut aus. Und jetzt, genau, können wir hier. Ja, der darf ruhig noch eine Runde drehen. Der braucht ja nicht so lange für eine Runde. Das ist voll lebensmüde, hier lang springen zu wollen, aber okay. Und jetzt können wir hier rüber. Gucken wir mal, wo uns das hinführt. Ich bin gespannt. Wir sind in den Ruinen von Belinsk U2. Und okay, hier gibt es offenbar eine kleine Entwicklung. Also ich würde mal sagen, wir schieben die Planeten einfach mal kurzerhand alle in ihre gewünschten Positionen. Alter, diese Muster hinten an den Wänden, die sehen richtig okkultistisch aus inzwischen. Auch wenn es eigentlich nur eine Sonne mit ein paar Punkten drauf ist. Also eigentlich genau das, was wir hier gerade bauen, basteln, schieben, wie auch immer. Sieht das schon ziemlich krass aus, ja. Aber okay. Wir machen einfach mal so, wie es da aussieht, die ganzen Sachen hin. Und dann wird es halt so eine schöne Reihe ergeben. Und vielleicht ergibt es nachher im Hauptraum auch diese Reihe. Und dann können wir. Ja, das macht voll Sinn. Ich erinnere mich jetzt auch wieder dran. Aber okay, wir werden ja gleich sehen, was da passiert. Erstmal schiebe ich einfach alles an seinen richtigen Platz. Und damit wärst du der Letzte hier. Zack. Oh, okay. Es gibt kein Zurück mehr. Oh, ich habe die Platte gar nicht gelesen. Ja, genau. Jetzt kommen sie alle hier in einer Linie. Aber auf der Platte steht wahrscheinlich auch nur, wenn du alle Planeten in eine Linie stellst, wird sich der Weg offenbaren oder so. Könnte natürlich sein. Und zack. Das war wirklich sehr smooth. Smooth. Hat mir gefallen. Okay, dann gucken wir mal, was die Platte zu sagen hat. Nur dem, der die himmlischen Körper korrekt anordnet, wird sich der Weg offenbaren. Ha, siehst du, ich war zu 80% korrekt. Naja, okay, gehen wir mal durch. So, dann können wir uns hier lang hüpfen und was jetzt? Das habt ihr gut gemacht, meine Erben. Setzt nun zu guter Letzt die erschlossene Sonne in Bewegung. Erloschene, mein Fehler. Nutzt hierfür die Synergie, die das Wildvolk über viele Generationen an seine Sprösslinge weitervererbt hat. Ja, klingt ja nicht schlecht, aber vielleicht machen wir das ja erst in der nächsten Folge. Ich check's kurz ab. Okay, wir sind vielleicht schon bei 14 Minuten, aber YOLO. Das war jetzt auf jeden Fall der passende Ausdruck dafür. Okay, dann slappen wir das Ding einmal, damit es sich in Bewegung setzt. Und so leuchtet die Sonne. Hä? Ausrufezeichen? Junge, das sieht ganz schön heftig aus. Okay, die Planeten setzen sich wieder in Bewegung und drehen sich
runter und ich stehe still und deswegen sieht es aus, als ob ich mich drehe. Ganz, ganz interessantes Karussellprinzip. Karuell, genau. Okay. Wohin fahre ich schon wieder? Kann ich mich bewegen? Nein, kann ich nicht. Ich fahre einfach bloß im Kreis. Ach so, wir haben uns jetzt einen Stockwerk runtergedreht. Okay. Na, das ist ja interessant. Wo sind wir hier rausgekommen? Ruin von Belinsk, U7. Ich dachte, es würde jetzt vielleicht eine längere Cutscene kommen, aber wenn es schon zeitlich passt, dann werde ich den Part hier mal beenden. Und nächste Folge gucken wir uns dieses Konstrukt hier mal ein bisschen genauer an, ja? Mit einer Weltkarte von Wayard und ja, was immer das ist. Und ein weiteres Tor. Ich freue mich, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben, einem netten Kommentar oder sogar einem Abonnement. Und da würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und ciao. Und checkt die